Holla! Danke, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt zu Odyssey im Auftrag des Königs hier in Varrant. In der letzten Folge war ich ein richtiger Blindfisch und habe einen Schalter an einem Gebäude nicht gefunden. Jetzt muss ich überlegen, wo ist denn das Gebäude nochmal gewesen? Wo war denn das jetzt? Das war doch hier irgendwie so ein... Also es war kein kaputtes. Ach ja, das dürfte es gewesen sein. Richtig. Ja, genau, das ist es. Und dann müsste eigentlich der Schalter genau gegenüber sein. Also das habe ich im Schnitt erst gesehen. Und dann habe ich aber nach oben geguckt, habe das nicht gesehen. Und in dem Moment, wo ich wieder zurückgucke, hat mein Kopf den Schalter verdeckt. So diesen hier. Ja, den hier. Zack. Das hört sich gut an. Nur weiß ich nicht, was da drin ist. Bestimmt wieder irgendwelche Skelette oder sowas. Also, das haben wir ja bei den anderen geschlossenen Räumen schon feststellen können. Deswegen werde ich mal, was werde ich denn mal vorsichtshalber mal machen? Unwetter ziehen? Falls es viele sind? Wo ist denn das nochmal? Na? Mal gucken. Ja, da ist die Öffnung. Kann mir nicht vorstellen, dass da niemand drin ist. Oh, ist echt keiner drin, oder was? Doch, doch, da war was. Da war was. Siehst du? Oh, ui. Skelettkämpfer, wie viel? Nur ein. Oh, zwei. Zwei? Ich soll da nicht in die Nähe gehen. Ich will sie alle haben. Na, da kommt noch einer raus. Okay. Was? Nur drei, glaube ich. Gucken. Da sind noch welche. Okay, gut, das stecken wir mal ein. Okay, der bleibt hängen. Toll. Dann gucken wir mal, wo wir hochklettern können. Sicherheitshalber, um ganz in Ruhe das Unwetter auslösen zu können. Vielleicht hier. So. Nein, klappt doch. So, ist das Gebäude. Hier ist es. Gucken wir hier nochmal sicherheitshalber rein. Okay, einer ist noch über. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Oh, das sind Zweier. Ach, du liebes Läuschen, was jetzt? Kann ich denn hier hoch, eventuell? Oder kommen die auf mich zu? Okay. Perfekt. Da unten. Da unten war der andere. Ich mach mal lieber. Oh, da ist er. Wo ist er? Wo ist er? Ah, Glück gehabt. Eichern fressen. Wunderbar. Guten wir nochmal die Skelette, Skelettkämpfer, rostige Schwertsche. Kann man ja wieder schön. So, wo sind die anderen? Die habe ich, glaube ich, hier in der Nähe. Ich glaube, da war kein großer dabei, ne? Ja, ich glaube, ich lasse die mal außer Acht. Was willst du denn den Skeletten noch abnehmen? Außer ein paar Knochen und verrostete Dinger da. So, gucken, ob hier noch einer ist. Ich brauche übrigens noch zwei Steinplatten. Also farbige. Farbige Steinplatten. Könnte was drin sein. Vielleicht sind ja beide hier. Was ist das? Okay. Nichts Besonderes. Also, hier geht's auch hoch. Ui. Und hier haben wir Steintafel des Zweihandkampfes. Ich weiß, da unten ist eine Truhe. Ist noch ein Skelettkämpfer. Den hat's erwischt. Gut, dann werden wir mal hier wieder runtergehen und uns zur Truhe machen. Okay. Und zwar diese hier. So, dann wollen wir die Truhe mal versuchen zu knacken. Okay. Oh,
Puh, das war nicht so eine lange Kombo. Steintafel des alten Volkes, Numero 2, meine ich. Holen wir jetzt mal, jetzt haben wir 4 Steinplatten. Gucken noch mal, ob die auch so komisch platziert ist. Also wir haben ja die Steinplatten, die hier sofort auffallen. Das sind die, aha, Nummer 2 des alten Volkes, Steintafel des alten Volkes, Römisch 4. Nee, nicht Römisch 4, da sind ja andere Zahlen. Wie ist das nochmal? Albanische Zahlen? Nee, ich weiß es nicht, kommt jetzt nicht drauf. Und hier sind die roten Steintafeln und hier unten Steintafeln des Volkes 1 und 3 und 1 und 3 und 1, 2, 3. Nein, also weitersuchen, bloß wo? Da muss ich auch irgendwas hier übersehen haben. Nicht hier in dem Gebäude, sondern irgendwo noch ein anderes Gebäude. Entweder hier in dem oberen Bereich, wo ich meine, alles abgesucht zu haben, oder hier unten hat noch was gefehlt. Habe ich jetzt irgendwas gehört? Schwertsche oder so? Oder hier im unteren Bereich? Hier sind ja auch noch Ruinen. Ne? Da gehe ich doch mal hier nochmal runter gucken. Und vielleicht habe ich da was übersehen. Und wenn ich da was finde, dann bin ich wieder dabei. Ja, was sehe ich denn da von Weitem? Hier ist die Pyramide, hier die Orks. Ich musste wieder hoch. Weil da unten war nichts. Da blinzelt auf jeden Fall was. Es kann ja auch... Ah, schade, nicht geschafft. Kann ja auch ein Teleportstein sein. So, wie kommen wir denn hier hoch? Versuchen wir es mal hier. Und was haben wir hier? Steintafel des Volkes 5. Wir haben sie. Oder? Steintafel des Volkes 5. Zack, zack, zack. Das müsste dann die gelbe sein. Die gelbe, da oben ist sie. Okay, dann haben wir sie. Dann haben wir alle 5 Stück da. Yeah. Super. Dann sicherheitshalber nochmal Gemnok fragen. Hey. Wie das jetzt aussieht. Ich habe sie alle gefunden. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ich habe gefunden, wonach du gesucht hast. Was, Mora? Du hast die 5 Steinplatten in verschiedenen Farben? Ja, hier hast du sie. Nein, bringe sie sogleich zu Nemrosch. Danach sollst du auch deine Belohnung von ihr bekommen. Also danach? Oh. Da latsche ich jetzt da wieder quer durch die Dinger durch und muss dann wieder zu ihm rüber. Naja gut, okay. Dann überspringen wir das mal und dann sehen wir uns bei Nemrosch wieder. Wobei, Moment. Ich hab doch eine Transportrune. Wunderbar. So, der Typi hieß ja Nemrosch. Jetzt muss ich suchen, wo der ist. Wo ist denn der? Das war doch unser Oberfuzzi. Na, guckt sich die Belia-Statue an. Böser, hey. Nemrosch. Gemnok schickt mich. Genau. Gemnok schickt mich. Ich habe Artefakte für dich. Zeig her, Mora. Das sind bestimmt wieder nur wertlose graue Steintafeln. Gemnok lernt es einfach nicht, wertvolle Steine von wertlosen zu unterscheiden. Wenn du meinst. Aber schau dir mal die Dinger erstmal in Ruhe an. Was? Das sind ja die 5 Steinplatten in verschiedenen Farben, die ich schon so lange suche. Dass der Dummkopf Gemnok endlich sie gefunden hat, ist ja das reinste Wunder. Nun ja. Eigentlich habe ich ja die Steinplatten. Ich habe keine Zeit für dein Geschwätz, Mora. Sage Gemnok, dass ich mit ihm zufrieden bin. Sonst hey. Noch was? Miese Peter ist das. Okay, jetzt müssen wir aber zurück zu Gemnok. Ja, müssen wir wieder. Na, bis dahin sehen wir uns. Na, so weit ist das gar nicht, ne? Oder sind wir wieder? Und wo bist du hier, bist du? Ich habe Nemrosch die Artefakte gegeben. Gut, Mora. Hier hast du deine Belohnung. Und weiter? Weiter ist nicht. Gucken wir mal ins Loggi-Boggi. Ich habe übrigens geschlafen, bevor ich die Folge hier angefangen habe. Schatzsuche der Quellhöhle. Okay, dann heißt das, dass jetzt das hier alles... Ja, das ist durch. Und Artefakte, jo... Jetzt kommt die große Frage, was machen wir? Schatzsuche über die Quellhöhle. Das ist ja, bevor ich hier die Wüste getroffen habe, habe ich ja diesen Said einen Zettel gefunden, bei einem Toten.
Ich speichere mal. Ja, jetzt habe ich ein bisschen überlegt und nachgeforscht. Ich habe ja Notizschatz über Quellhöhle. In diesem Brief ist von einem Schatz über die Quellhöhle die Rede. Diesen Brief habe ich ja gelesen, ne? Also hier. Da steht hoch in den Bergen, in der Nähe eines großen Nomadenlagers. Haben wir ja schon durchgelesen. So. Aber ich bin ja noch ein bisschen am Forschen gewesen und ich lese hier in der Komplettlösung 2.6.2, wahrscheinlich noch eine alte Version. Du findest bei dem Toten in der Höhle zwischen Patara und der Wüste eine Karte, die einen Schatz über die Quellhöhle beschreibt. Hebe den Schatz und die Quest ist erledigt. Ja, toll. Ist aber nicht. Ist umgeändert worden. Hatte aber ursprünglich wohl eine Schatzkarte gehabt. Ja, blöd jetzt. Wie müsste man die Quellhöhle irgendwie ausfindig machen? Ich überlege jetzt, was kann ich denn jetzt noch für Quests machen? Schatz oder Kane? Vielleicht sollte ich doch mal Richtung Ashdod Kane gehen. Unerträgliche Hitze, ja, weil ich brauche ja nochmal so eine blöde Hitzeschutzrüstung. Gut, jetzt bin ich natürlich etwas besser beleuchtet, ist klar, weil ich nämlich hier noch meine Komplettlösung aufhabe. Die ist logisch, die mache ich mal gleich wieder zu. Einfach wissen, wo es hier hingeht, weil das ist ja, ich muss erstmal hier an den Felsen entlang. Vielleicht komme ich ja hier, da ist ja Ashdod. Vielleicht komme ich ja irgendwo hier ran. Vielleicht warten dann völlig neue Abenteuer auf mich. Eine Höhle oder so. Kann ja alles sein. Vor allem, weil der Handweiser direkt hier drauf zeigt. Vielleicht gibt es ja hier schon eine Höhle. Oder irgendwo einen Zugang dazu. Ansonsten müsste ich hier entlang gehen und suchen. Ja, da melde ich mich wieder. Dort unten im Tal, wo die Pyramide ist. Und hier entlang dieses Felsens gibt es einmal hier eine Anhöhe, beziehungsweise einen Zugang. Aha, das sieht gut aus. Und hier und dort hinten ist auch nochmal so eine Art Aufgang. Dann gucken wir doch mal, was uns hier begegnet. Da ist doch was. Oh, war ja. Vielleicht sollte ich mal scouten. Kann das nicht. Ja, nee, das. Wüsten Goblin-Krieger. Hey, hier gibt's Action. Leute, es gibt wieder Action. Wow. Okay, speichern. Dann schauen wir mal. Ach, da ist auch ein Handweiser wieder. Steht denn da drauf? Na, also, gut. Na, wo sind sie denn? Ich kann sie nicht erkennen. Ah, da hinten tanzen sie. Da tanzt auch noch einer rum. Ja, ja, hau mal deine Waffe. Oh ja, richtig. Die sind ja richtig lustig am Rumtanzen, vor allem. Nicht zu plündern. Blöd. Naja, versuchen wir es mal mit der Fernwaffe hier. Vielleicht habe ich ja schon hier Trefferchancen. Ja, habe ich. Na also, da brauche ich also nicht mit. Und da ist noch einer. Okay. Na also, das ist doch eine gute Sache. Muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass ich das hier nicht zu plündern. Haben wir denn keine Wäffelchen? Nö, doch, hier, da eine rostige Axt. Soll ich nochmal gucken, wo der nächste steckt? Da hinten, der nächste. Ach, die sind alle so weit verstreut. Ah, da hätten wir einen Fisch dabei. Der stinkt aber bei der Hitze. Bah. Okay, ziehen wir. Jetzt habe ich wieder... Ich habe wahrscheinlich in der letzten Folge gesehen, wie viele Okays ich in der Folge gesagt habe. Also, ich habe da so eine Anzeige gemacht. Es ist mir selber so auf die Ketten gegangen. Ich glaube, das waren 45 insgesamt. Und immer, wenn ich Okidoki gesagt habe, habe ich mir gedacht, ach ja, machst du einen halb. Machst du mal ein halb. Ach, da geht's übrigens noch irgendwo rein. Nö, da. Jetzt wird's immer richtig schön interessant. Na. Jetzt wird's aber echt interessant. Wieso denn du nichts treffen? Ja. Das ist aber echt. Aber jetzt kommt er. Hä? Durch die Kakteen durch? Klappt das denn? Ganz, ne? Na. Ah. Die
Nicht zu plündern. Gekillt. Okay, mal speichern. Mal weiter den Bereich abscannen. Hey, ergreif. Ergreift ihn, den Greif. Okay, auch den Greif haben wir ergriffen. Er wurde des Todes ergriffen. Was ist da? Ich höre mir die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Gothic-fremde Geräusche. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Dann werde ich diesen Bereich hier mal abklappern. Ja, ich glaube, es ist nichts Besonderes hier. Mal zur Höhle gehen. Da ist nichts zu holen. Warum mache ich das nochmal? Jo, doppelt hält besser. Bringt aber trotzdem nichts. Okay, dann hin zur Höhle. Das gefällt mir gar nicht. Da ist noch ein Wüstengobbo. Gucken, vielleicht kann ich ihn auch wieder hier treffen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Doch jetzt. Irgendwie stimmt was mit dem Dings-Algorithmus nicht. Habe ich manchmal das Gefühl. So, das sind Pilze, die man nicht aufessen, auflesen kann. Ja, doch die ganze Zeit noch Gobbos. Ja, wo sind sie denn? Hier ist nichts drin mehr. Ein paar Pilze, ne? Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Ach, da geht's noch weiter. Ja. Yeah. Und in der Mitte des Nebels, Dampfes. Da ist noch ein Wüstengoblin-Krieger. Oh, ja. Und hier vorne noch mehr. Oh, weia. Da sind mir zu viele. Mann. Dann mache ich mal mit Unwetter weiter. Na also. Da fallen sie. Hat doch geklappt. Gut. Dann schauen wir mal, was wir alles so finden. Oh, Gold, ein bisschen Gold. Da hat er einen schmalen Lederbeutel. Nicht zu plündern. Da haben wir nix. Da ist nicht zu holen. Nicht auch zu nix. Plündern. Da war dann. Da ist nicht zu holen. Und beim Häuptling auch nichts. Paket mit Metallstücken? Was ist ein drittes Paket mit Metallstücken? Muss ich mal gucken. Tja, ich habe das ganze Inventar akribisch durchgesucht. Ich habe kein Paket mit Metallstücken finden können. Okay, Apfeltabak, Großerz, Wasserfass, wieder sowas. Eine Kiste mit Proviant, das ist gut. Eine Pfanne, Pech, nochmal Pech. Kiste mit Proviant, super. Das ist jetzt doof, ich speichere mal ab. Und dann gucke ich nochmal, weil die Proviantkisten und all das, das ist ja eigentlich immer ganz unten angeordnet. Da ist zum Beispiel die eine. Zwar 4 Bananen, Wein aus Waran, 4 Schinken, 2 Brote, 5 Tomaten. Das ist nur eine Schüssel. Nochmal. 5 Bananen, 1 Wein aus Waran, 5 ein Schinken, 2 Brote und Tomaten. Und hier ist das Pick-Paket mit Metallstücken jetzt plötzlich. War vorher nicht da. Gut, warum ist das so? Könnte man verkaufen. Okay, ansonsten nichts. Dann haben wir hier einen Apfeltabak, haben wir gefunden. Ach, so ist das. Ich meine mal im Forum gelesen zu haben, es dauert ein bisschen bis... habe ich eigentlich alles abgegrast? Nee, eben nicht. Da liegt nämlich noch was. Im Forum gelesen zu haben, dass es ein bisschen dauert, bis das ins Inventar aufgenommen wird. Sicherheitshalber nochmal speichern. Neuladen, dann geht das. So, jetzt gehen wir wieder raus aus dieser Schunkelhöhe hier.
Ah, dann sehen wir uns draußen wieder. Obwohl, es ist ja gleich hier. Supi. Ja, dahinter geht's ja nicht weiter. Also, gehen wir mal. Was ist denn das da drüben? Es geht schon weiter, nur da müsste ich da unten. Das sind so komische Stäbe da. Also hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder zurück. Schön. Atmo ist geil. Vor allem, wenn man so ins Tal runterguckt. Herrlich. So, hier haben wir unseren Handweiser. Von da unten sind wir hergekommen. Und mal hier in Richtung. Gleich mal hier gucken, falls uns was Gefährliches über den Weg läuft. Aha. Jetzt nochmal hoch, oder ist das... Erstmal gucken, was sich hier verbirgt. Sieht nach nichts aus. Oh. Naja, sehr viele Meshes, Polygone und sowas. Braucht ein bisschen. Nö, hier geht's nicht weiter. Ein toter Erker. Jetzt bin ich echt gespannt, was hier abgeht. Boah, ist das ein Weg. Aha. Also immer schön hoch. Vielleicht treffen wir ja auf den See mit der Quelle. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Aha. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Peute. Was? Was ist denn das da hinten? Sieht aus wie eine Brücke. Also eine Brücke, ja, direkt über meinen Kopf. Wird bestimmt eine Brücke. Oh, hier gibt es noch eine Höhle. Ey, liegt denn hier noch was rum? Glaube eher nicht, oder? Nein. Nur Texturflecken, das irritiert. Okay, dann gehen wir mal da in diese Höhle rein. Nachdem wir hier so ein bisschen grob gescootet haben. Gescootet. Okay, rein damit. Sternenhimmel. Ich sollte später hingehen. Warum? Wo steht das? Schatzsuche oder Quellhöhle. Okay. Kann ja sein, dass hier irgendwo noch... Nee, ist klar. Tempel von Ashtar, der Weg zur Wüste ist frei. Okay, hätte ja sein können. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Ist hier noch ein... Ist doch doof. Ich sollte später hier hingehen. Ah, er leitet mich raus. Ja, dann werde ich mal wieder weitergehen. Geht ja noch weiter hoch, ne? La, la, la. Der Mond. Der Mond. Noch höher? Eine Aussicht. Ja, so kann man es auch machen. So kann man natürlich Map-Platz sparen, indem man die ganzen Sachen so ein bisschen spiralförmig, serpentinmäßig anlegt. Ui! Ui! Ist das schon Ashdod? Kann das sein, dass er schon Ashdod ist? Weil ich habe so lange gelaufen, bis mein Arsch war rot. Arschrot. Oh oh. Mama, ist hier jemand? Hallo. Nein. Machen wir hier mal das naheliegendste. Oh, hier kann man auch noch rum. Hammer. Okay, hier ist ein kleines Türmchen. Hier ist ein... Ist sehr gut. Das erinnert mich echt an Gothic 3. Gut, das ist so ein Stein-Ausguck. Aber sehr gut modelliert. Klasse. Abspeichern. Hier gibt es ja auch noch einen Handweiser. Was steht hier? Zum Belia-Turm. Nee, nicht gut. Das hört sich gar nicht gut an. Zum Belia-Turm. Das ist der Belia-Turm. Und
Kann es sein, dass da irgendwelche Belia-Anhänger sind, die mich versuchen zu natzen? Da hinten läuft jemand. Okay, ich wage es. Schön, ich finde das so gut. Jetzt gibt das auch hier richtig geile Atmo. Also weil man hier nachts reisen sollte, in der Hitze. Wer bist du denn? Elite-Assassine. Hey, ein Elite-Assassine. Entsprechend. Wie ist die Lage, Hümmer? Wie ist die Lage? Beliar sei Dank. Zurzeit sind unsere Karawanen vor den Nomaden einigermaßen sicher. Aber wie lange? Was kannst du mir über das Tal von Ashtod erzählen? Das Tal von Ashtod ist ein größeres Wüstental, in dem sich einige Bauten des alten Volkes befinden. In der Mitte des Tals befindet sich ein gewaltig tiefer Canyon, wo die Orks nach alten Artefakten suchen. Und? Haben die Orks bisher etwas gefunden? So viel ich weiß, noch nicht. Ihr habt einen Gefangenen? Ja, haben wir. Na und? Wer ist das? Ein Nomade, der hier herumgeschnüffelt hat. Und mehr brauchst du nicht zu wissen. Komm aber bloß nicht auf den Gedanken, zu dem Kerl in die Zelle zu gehen und mit ihm zu reden. Wir können sonst sehr ungemütlich werden. Verstanden? Ja, ist schon klar. So, wer hat denn das Kommando hier? Wer hat hier das Kommando? Unser Kommandant heißt Malik. Du findest ihn meist oben auf dem Turm. Ja, also, so ein Elite-Assassine, der eigentlich nur so einen neutralen Namen hat, kann auch doch noch ein paar Infos bringen. Hier gibt es auch noch ein paar People. Sachen zu klauen. Geht das? Ja. Bein. So, der wird die Gefangenenwache sein. Hey, du da! Halte dich bloß vom Gefängnis fern. Jeder, der dem Gefängnis zu nahe kommt, betrachten wir ohne Ausnahme als Feind. Ja. Jetzt mache ich dich fertig. Was denn? Doch gar nichts in Macht. Wollte doch weg. Menno. Das darf doch jetzt finden. Nee, das muss ich nochmal neu laden. Das geht nicht. Das gibt's ja nicht. Einfach nur eine kurze Verwarnung und dann sofort hinterher. Ich mach dich fertig. Psst. Ja, ihr versteht das wohl, ne? Ja nicht. Das hätte ja, wäre ja nicht angegangen. So, noch ein Hey, du da! Halte dich bloß von dem Gefängnis fern. Jeder, der dem Gefangenen zu nahe kommt, betrachten wir ohne Ausnahme als Feind. Wer bist du? Das unten ist doch das Gefängnis. Noch ein Elite-Assassine. Haben wir denn hier eine Bank? Kann man sich auch hinsetzen? Ja, schön. Schön, man kann sich hinsetzen. Okay. Schauen wir mal weiter. Man auch noch, hat man auch noch Zugang? Jetzt noch Wein. Und sonst nichts, ne? Jetzt gibt es hier noch ein Plateau. Okay. Und mal so rüber, ob es da was gibt. Okay, nix. So, speichern. So, ist denn das hier auch ein Gefängnis oder warum habe ich ihn nicht? Aber der ist doch im Turm, der Malik. Oh. Merwan. Verdammt. Was ist los? Malik, Elisa, sprach mal den Mann. Ein fremdes Gesicht. Was tust du hier in meinem Turm? Ich suche den Kommandanten. Der bin ich. Mein Name ist Malik. Also, was willst du von mir? Jo, wie ist denn die Lage so erstmal, ne? Oh, sorry. Wie ist die Lage? Was willst du? Ich habe keine Zeit für dich. Wenn du was wissen willst, dann rede mit Merwan. Und nun verschwinde. Ich würde gerne etwas über euren Gefangenen erfahren. So, würdest du gerne? Ich habe aber keine Lust, hierüber zu sprechen. Er ist ein Nomade? Natürlich ist er ein Nomade. So viel kann ich dir noch verraten. Wir haben ihn erwischt, als er hier auffällig herumgeschlichen ist. Der Bursche schweigt. Aber ich werde schon noch herausbekommen, was er hier zu suchen hat. Und noch eins. Ich habe strengstens verboten, dass jemand den Gefangenen zu nahe kommt. Jeder, der versucht, den Kerker zu betreten, wird von den Wachen augenblicklich niedergestreckt.
Das gilt auch für dich. Verstanden? Ja. Ist schon klar. Hoffentlich. Okay, über die Geister befragen. Oh, es gibt jetzt plötzlich Geister? Ich habe gehört, dass es hier Geister geben soll. Ist da was dran oder sind das nur Geschichten? Geschichten? Nein. Ich sage dir, dass diese Geister wirklich existieren. So. Naja. Vielleicht sehe ich sie mir mal an. Ich sehe schon, dass du mir nicht glauben willst. Aber ich warne dich. Schon viele Leute, die dies nicht glauben wollten, fand man eines Tages tot in der Wüste, da sie es gewagt hatten, den Geistern zu nahe zu kommen. Was sind das denn für Geister? Es sind die Geister von erschlagenen Fliegern. Bist du denn noch nicht an dem alten Schlachtfeld vorbeigekommen, das auf dem Weg zum Pass liegt? Ja, kann schon sein. Aber Geister habe ich dort noch keine gesehen. Tagsüber wirst du auch keine zu Gesicht bekommen. Sie gehen nur nachts um. Ja, logisch. Wer hat eigentlich auf diesem Schlachtfeld gekämpft? Das Heer Varans gegen die mythanischen Truppen König Kobas II. Und warum finden die Geister keine Ruhe? Man sagt, dass der Kampf zwischen beiden Heeren damals so wütend geführt worden ist, dass selbst die Gefallen weitergefochten hätten. Und seitdem erheben sie sich jede Nacht und bekämpfen sich aufs Neue? Genau so ist es. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Geisterproblem euch ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Du sagst es. Karawanen verzichten seitdem des Nachts zu reisen, obwohl dies wegen der Hitze viel angenehmer wäre. Auch die Wüstenräuber greifen in der Regel niemals nachts an. Genauso wären Transport zu dieser Zeit viel sicherer. Ich könnte mich ja um euer Geisterproblem kümmern. Du scheinst wohl lebensmüde zu sein. Mit dem Schwert wirst du den Geistern nichts anhaben können. Okay. Du wirst mächtige Spruchrollen hierfür brauchen. Doch diese sind rar geworden und werden kaum noch verkauft. Verstehe ich nicht. Haben denn eure Magier keine? Natürlich haben sie welche. Und das genug. Sie rücken aber keine raus. Aha. Verstehe. Aber wenn es dir tatsächlich gelingen sollte, den Geistern endlich ihre Ruhe zu geben, dann wäre ich bereit, dir dafür sogar 500 Goldstücke zu zahlen. Das wäre mir die Sache auf jeden Fall wert. Gut. Das werden wir dann in der nächsten Folge anfangen und versuchen zu klären. Bis hierhin, danke fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Und tschüssi.